Jetzt kann ich da raus. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Okay, hier steht, Daddy trifft Dr. Gilbert. Ich habe dem aber nichts gemacht, das ist übertrieben. Ich habe ihn am Leben gelassen. Wenn ich eingesehen habe, ihn dafür zu richten, was er gemacht hat, er war im Endeffekt ein recht herzensguter Mensch, bis er korrumpiert wurde. Er konnte nichts dafür. Besuchsverweigerung, okay. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch. Ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Das freut mich. Sorry, ich muss mal kurz husten. So, da bin ich auch schon wieder. Okay, jetzt ist die Lampe nicht mehr da. Und hier, das ist dieses Mikro, was er benutzt hat. So ein richtiges Oldschool-Mikro. Okay. Sonst noch hier irgendwo was zum Holen? Nee, nichts. Soweit nichts. Und jetzt kann ich hier wieder raus. Aber man sieht, die Sophia, die hat schon Vorbereitungen getroffen und hat mal gesehen, was er gemacht hat. Ich darf da rein. Ich darf da rein als kleines Sisterchen. Okay, cool. Hier ist ein Spielzeug. Haifisch. Süß. Und hier A, B, C. Die Würfel kommen mir auch bekannt vor. Was haben wir denn hier noch für Zeug? Kann man nicht aufmachen. Hier. Oh, dort liegt noch Geld. Das nehmen wir natürlich mit. So. Da ist noch ein Lock. Vater befreien. Wir haben es geschafft. Vater ist zurückgekommen, direkt vor Mutters Augen. Ich habe über meine Sisters eine Frau namens Tennenbaum kontaktiert. Sie hat einen Weg gefunden, seinen Geist in diesem Anzug zu befreien, den Menschen im Monster zu wecken. Mutters ganzes Glaubensgebäude ist verfehlt. Und wenn ich eines über Vater weiß, dann das. Er wird an die Flucht glauben. Eleanor, es ist an der Zeit, dass du deine Pflichten dem Volk gegenüber anerkennst. Wenn du aufwachst, wirst du verstehen, wie... Nein! Geh weg von mir! Oh Mann. Okay. Da hat sie sich jetzt aktiv sogar widersetzt und das hat dafür gesorgt, dass Sophia noch rabiater geworden ist. Gut, ich gebe ihr jetzt den Anzug. Ziel abgeschlossen. Wow. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Ganz sanft. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Oh oh. Was ist jetzt los? Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Cool. Willkommen im Club. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Geil. Das nehme ich. Neues Plasmid. Eleanor rufen. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihre Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Gut, bauen wir ein.
Rufen Sie die Big Sister, damit sie an Ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Das ist schon klar. Ui. Du hast gesehen, das war jetzt geil. Das war jetzt geil. Das heißt, es wird hier jetzt noch richtig Action geben. Okay, Nieten. Ah, hier waren wir doch schon mal. Ich erkenne den Ort. Ich erkenne ihn. So, und hier ist noch ein Geschenk. Oh, der Teddy hat geweint. Habt ihr das gesehen? Der Teddy hat geweint. Da sind Mullbinden drin und eine Ifspritze. Geil. Was ist denn das für ein... Ah, oh Gott, ein dicker, fetter Blut. Eieieiei. Also gut, gehen wir hier mal weiter rein. So. Oh. Nein. Nein. Ich gebe mich nicht her. Nein. So, komm doch. Komm doch. So, hier. Schöne Gicken. Tödliche Bienen. Was ist los? Dir geht's so gut. So, hier. Noch ein bisschen mehr, ne? Komm, ja, tanz mit dem Schwarm. Ja. Das ist die wahre Pracht. Noch mehr davon. Na komm. Nix ist. Brenne. Oh Mann, er brennt und die Bienen. Jawohl, er konnte sich nicht mal heilen. Er wurde sogar verätzt. Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Wirklich? Ich denke nicht. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Was? Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Ja, wo ist denn der? Oh Gott. Eieiei, da sind noch ein paar davon. Lass mal die Kleinen in Ruhe, ey. Der hier ist alleine und ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Geil. So, hier. Wo waren der andere? So, untersuchen, ey. Und die hatte ja nichts Passendes mehr dabei. Warte mal hier. Jawohl, das kann ich auch mitnehmen. Das ist sehr gut. Komm, Eleanor. Komm, meine Kleine. Komm, komm. Hier gibt es einen schönen Kuchen. So. Jetzt müssen wir hier weiter durch. Okay, das ist eine Luftschleuse. Jetzt müssen wir in den Innenbereich gehen von Persephone. So, mal gucken, was jetzt auf uns noch zukommen wird. Wenn die das ganze Ding hier in die Luft jagt, dann kann es ziemlich übel werden. So, ich speichere mal. Okay. Nach oben, Vater! Schnell! Was? Jetzt? So, so früh. Das ist zu früh. Hier ist doch noch Zeug. Hier, Munition und... Naja, ich hätte es eh nicht gebraucht. Also gut. Ui. Hier ist noch ein bisschen da, da. Jetzt habe ich schon wieder 500. Also ich bin bald am Cap. Was ist das hier? Okay, das ist eine Map. Karte der Anlage. Okay, Therapie. Docking-Plattform. Dann Wartebereich oder so. Heißt Holding, würde ich sagen. Infirmary. Ja, das ist irgendwie dann Extremmaßnahme. Gehen wir hier rauf. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Geil. Wenn ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Alles klar. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Ja, wo ist Sinclair? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Was? Nee. Nee. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren.
Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Oh, du Hexe. Du Hexe. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Ja, und wo muss ich jetzt hin? Oder ist ein... Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, nicht ein Automat? Vater. Ich muss mich umsehen. Oh, jetzt bist du mal ein bisschen gestochen, ne? Ja. Da wird nicht am Honig genascht. So. Hätten wir jetzt mal aufgeräumt hier. Warte mal. So, jetzt bin ich ja schon wieder voll. Ich hack das mal. So. Und noch einen als Reserve. Alles klärchen. So, jetzt muss ich weiter raufgehen. Gucken, was hier noch kommt. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. So, hier, jetzt kriegt doch auch mal anständig rein. Nicht wahr, Digga? So, hier. Aua. Ja, da kannst du fluchen, so viel du willst. Ich stecke euch alle. Alle gestochen. Gestochen. Der Turret schießt ja schon wieder auf mich. Was soll denn das jetzt? Eieieiei. Okay, ich muss da switchen. Irgendwas ging da schief. Irgendwas ging da schief. So, ich habe keinen Heckpfeil mehr. Ich muss also eben so machen. So. Hoffentlich geht das jetzt. Wieso hat der Autoheckpfeil bei dem Ding versagt? Ich habe den schlichten einfach nie getroffen. Weiß der Geier, wie das fehlgeschlagen ist, aber das sich da drüber den Kopf zu zerbrechen, das ist viel zu umständlich. So, hier. Noch eine Mullbinde. So, den hat man leer gelutscht. Wo ist der Heckpfeil hingegangen? Oder habe ich den Typ damit getroffen gehabt? Habe ich dem doch das Ding in den Arsch gestochen? Mit der Pistole. Und hier ist noch ein Gatherer's Garden. Ja, was haben wir hier? Abfackeln 3. Oh, Gesundheitsupgrade, Eve Upgrade. Das nehme ich auf jeden Fall. Elektrobolt 3. Weiß nicht. Ich weiß nicht. So, was kann man hier noch nehmen? Vielleicht kann ich Eleanor rufen, das auch noch verbessern. Eissturm. Okay. Scharfer Beobachter 2. Quick Hack. Shorten Alarms. Bohrerkraft 2. Ja, das ist doch gut. Nehmen wir das. Und tauschen das mal um. Machen wir hier mal... Was sind das? Wandeln ist... Achso, das ist okay. Dann tausche ich das einfach mal aus. So. So, Kurzschluss 2. Eilige Hecke. Nee. Bohrspezialist. Senkt den Preis für Plasmide deutlich. Schränkt aber die Waffenauswahl auf Bohre, Hackwerkzeug und Kamera ein. Nee. Nee. Aber sonst haben wir hier auch nichts Brauchbares mehr. Nicht wirklich mehr was. Sicherheitskommando, Köder, Hypnoknolle. Ich habe Hypnotisieren überhaupt nicht benutzt. Aber ich werde mal abfackeln, wenn ich... Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Das sieht doch geil aus. So, evolvieren Sie heute. Gut, Plasmid-Slot. Vielleicht ein. Und hier Elektrobolt 3 auf jeden Fall. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können Sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Yay. Tödlicher Sturm. Die Vorstellung allein ist schon geil. So, und ich denke, das reicht auch erstmal. Spots habe ich hier genug soweit. Denke ich jedenfalls. So, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Ich brauche hier irgendwo noch ein Automat. Ein Automat, wo ich meinen Graffel kaufen kann. Und noch ein bisschen Graffel besorgen kann. Da hinten. Da hinten. Da ist ein Knollomat. Und was gibt's hier? Infirmary. Ja. Da ist ein schöner Automat. Hacken wir den mal. Klack. Und klick. Und kluck. Und klack.
Okay, kam jetzt nichts raus, das ist aber egal. So, Muni ist voll. Fallenspeer. Nietenmuni. Werde ich mal wieder voll machen, soweit. Und Heckfall, ja. Oh Mann, schon wieder nur einer. Okay. Soll ich mich nicht beschweren? Hat der noch was gedroppt gehabt? Nee. Der dient jetzt nur als Bombe. Das wird dann ein bombiges Erlebnis. So, jetzt stellen wir die Frage. Wo ist hier noch der letzte Power to the People Automat? Ich glaube jedenfalls, dass es der letzte ist. Es müsste der letzte sein. So, hier. Muni ist voll. Die Muni... Ey. Was wollte denn der machen? Der wollte abhauen. Ganz... Ganz getrost. Haben wir hier noch drin? Da ist nichts. Gut. Ich switch mal drauf. Yay. Super. Das ging jetzt leicht auf. Alles klärchen. So, kann ich da drin... Ey, da drin ist auch noch ein Safe und Geraffel. Ich möchte da gerne rein. Aber wie? Wie komme ich dort rein? Ui. Das ist auch noch Zeug. Das ist immer geil. Wer lässt denn sowas liegen hier? Das macht man doch nicht. Das ist doch eine Sauerei. Verschwendung. Nennt man das. Ey. Was ist jetzt los? Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Oh Mann, ich muss hier raus. Ich muss echt raus. Steht hier. Lamb kennt den Weg. Die kennt nicht den Weg. Höchstens in ihr Weg. Die Alte. So, hier. Der ist auch... Okay. Gehen wir hier mal rein. Das ist jetzt der Raum. Super. Jetzt muss ich mich beeilen, bevor es zu Ende geht. Nee. Oh, niemand entkommt mir. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamb hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen. Zu sehen, was sie macht. Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskerlen hier nur gut. Oh Scheiße, jetzt ist hier das Licht ausgegangen. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Oh. Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Oh Mann, wie kommt... Okay, jetzt geht's hier weiter. Na komm, lass mich rein. Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben rauszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Oh Mann. Was soll ich nur machen? Was soll ich jetzt nur machen? Ich werde mich hier trotzdem noch ein bisschen umsehen. Weil sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Und hier ist auch noch viel Geld. Ein L-Abo. Gut. Der wird jetzt gehackelt. Gut. Haben wir gehackt. An die Personenmuni. Voll bis zum Anschlag mache ich die jetzt. So, das hilft garantiert. Ich scroll mal durch. Nee, sonst haben wir alles eigentlich. Vielleicht noch ein paar Hackpfeile mehr, aber naja, ist eine andere Geschichte. Gut, hier war noch ein bisschen Geld. Und da hinten gab es doch auch noch viel Geld. Und da guck mal, da lag auch noch Zeug. So, wo muss ich denn... Ui. Ist noch eine Mullbindeknolle gewesen? Und hier gab es auch noch Geld, das ich plündern konnte. Wo war denn das? Hier drin. So, gib mir Geld. Hier ist noch ein Autohacker. Ein Autohack-Pfeil. Hatte der nicht auch noch Zeug dabei? Ne, nur Muni. Alles klar. Hier liegt kein Geld mehr soweit. Aber hier wäre noch eine Mullbinde. Okay, das war Allheilmittel. Haben aber auch alles soweit.
werden. So, hier. Tut immer anständiges viel hier, ne? Ja. Und tschüss. So, wo ist die Alte? Bleibst du stehen? Ich will dich abwedeln. So. Ey, die hat immer noch überlebt. So. Und weg. So, gut. Das ist gemacht. Jetzt habe ich schon wieder fast 400 an Kohle. Eieiei, die haben alles kurz in klein geschaut. Guck mal, die schöne Kamera. Die Kamera hier an, ey. Und sogar das Blitzlicht. Aber das ist noch heil. Vielleicht, obwohl vielleicht ist innen drin geplatzt. Ich weiß es nicht. So. Weiter geht's. Aber jetzt dürfte ich eigentlich so ziemlich voll sein bis zum Anschlag. Was natürlich auch sehr schön ist. So, Aspirin. Jo. Das bringt noch ein bisschen Eve. Bisschen Eve. Hier ist noch eine Wiederknolle, aber ich hoffe. Oi. Das läuft schon alles ab. Zellenblock. Südlicher Quadrant. Der ist abgeriegelt. Ja, gut, da geht auch nichts mehr. Docking-Plattform. Oh je. Hier ist eine Spitzelkamera. Super. Und du gehörst mir. So, eine Cola. So, Kuchen. Und hier, ja, ein Gammelfladen. Ich nenne das jetzt mal Gammelfladen. So, da sind noch ein paar Böhnchen. Das ist ja nicht umsonst jedes... Gin? Im Gefängnis? Da haben sie die aber... Naja, gut. Tiefste Verzweiflung. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert. Hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Ja, wir wissen ja, dass er ihm leider um die Ohren flog. Und was dann passiert im ersten Teil? So. Und auch wieder erfolgreich gehackt. Und eine Mullbinde wieder mal gratis oben drauf. Und sonst hier wohl einmal Bohrertreibstoff. Das kann man auch gebrauchen. Ist immer wichtig. Immer wichtig. So. Haben wir sonst noch Verbandskasten? Das hier weiß ich nicht, was es darstellen soll. Ich will mich aber überall umgucken. Jede Ritze, und sei sie noch so eklig, könnte was beinhalten. Oh Gott. Na, guck, hier Phosphorschrott. Aber ich kann es leider nicht nutzen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich suche immer noch nach dem Power to the People Teil. Ich hoffe, ich finde den noch. Ich speichere mal zwischen. Ich hoffe, ich finde den noch. Das wäre ja echt eine böse Ironie. Da ist einer. Ah. So, und wieder mal ein paar Eiswürfel. So, was haben wir hier? Tate Malone. Aber, was ich jetzt brauche, ist ein schönes Abfackeln. Wo ist das denn? Wo ist mein Abfackeln? Das hier. So, einmal Burn. So, ist er zum Burner geworden. Genau, zum Burner. Eieieiei. So. Und hier, ein bisschen Geraffel. Gucken wir hier mal rein. Fischkiste. Kann man sogar durchsuchen. Das ist ja geil. So, hier. Auch noch Geraffel. Oder sogar Geld im Kühlschrank. Also bitte. Wer tut denn bitte Geld in den Kühlschrank? Das macht man doch nie. So, hier kann man den noch abstellen, bevor das hier irgendwie in die Luft geht. Hier ist dunkel. Oh je. Oh je. Und hier hört euch das Brutzeln an. Das ist echt immer feierlich hier. Gut, ich switch mal wieder auf Elektro. Wo ist es denn hier? Ich muss immer switchen. Aber ich bleib mal dabei. So, und hier noch einer. Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon. Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich.
Oh Mann. Wer ist denn das Mädchen? Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Oh nein, Eleanor, dann wäre alles umsonst gewesen. Ich möchte das nicht, dass du dafür stirbst. Und hier ist eine Spleiserine. Guck mal, wie die eine Kruste angesetzt hat. Ich kann hier aber nichts tun. Soll ich sie killen? Ich weiß nicht. Einerseits sitzt sie ja nur da. Andererseits, es könnte eine Falle sein. Ich gehe mal weiter. Die scheint aber nicht interessiert zu sein bis jetzt. Okay, und hier gedampft und zischt's. Hey, du schießt hier nicht rum. Ey, bleib stehen. Sinclair, bleib stehen. Oh, scheiße. Gut, er ist weg. Aus dem Rennen. Und da oben steht auch noch ein Teufel. So, ich komme, um euch zu holen. So. Hier noch ein bisschen Geld. Ich komme. Was? Oh Gott, er hat ein Ei geschmissen. So, du bist auch platt. Gut, Munition kann ich nicht aufnehmen. Okay, jetzt geht's hier weiter. Zellenblock nördlicher Quadrant. Das ist quasi der Hintereingang. Das war unten, das war die Wäscherei. Das war die Wäscherei. Und hier ist auch Zellenblock. Oh Gott, was haben sie denn hier gemacht? Was haben sie denn hier gemacht? Hier ist Café. Die ist hin. Und hier dem... Oh Gott, der ist auch fertig in der Welt. Hier tropft Blut, das hätte ich jetzt fast gesagt, aber es war kein Blut. Einfach nur eine Lampe. Oder irgendwas in der Art. Hallo? Junge, es tut mir leid. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Ja, das weiß ich auch, dass ich es muss, irgendwann. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben. Oh, da ist eine Wache. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, oh, bevor Scheiße. Die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Ich will dich hacken. Ah. Aua. Das hat mich jetzt... Oh. Jetzt hat mich das Ding noch gedummelt. Ey, 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 ey. Ich wollte doch nicht dongeln. Was ist? Nee. So, ciao. Alles klar, da oben geht's zu den Bädern. Und hier war die Kamera, ne? Hier war diese Spitzelcam. Ist da hinten drin. War da noch was? So, den hacken wir mal von hinten. Eieiei, ich bin ja ein Ferkel. So. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt... Jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Ich möchte dich auch nicht töten, aber was soll ich denn machen? Wenn du da und fortrennst. Okay, hier könnten wir auch noch hacken. Ich hacke so weit wie es geht, möglichst alles. Für einen Notfall. Ich würde dir den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Das ist... Als hätte Lam Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Okay. Gehen wir mal hier rein. Okay, jetzt ist das hier das Scheißhaus. Ach du Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier. Bleiben wir mal unten geduckt. So, und hier ist auch noch
Eis. Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich will aber erstmal das Passwort finden. Beziehungsweise die Codenummer. Und die Geschütz kann ich nicht aufheben. Ui. Da ist der Automat. Da ist der Automat und ich komme da nicht ran. Verdammt nochmal. Ist doch auch bescheuert. Was mache ich jetzt? Ich will diesen Automat. Ich muss da ran. Da hinten sind überall Trümmer. So komme ich da jetzt nicht hin, ey. Ich will so gerne hin. Na gut. Damn. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Das will ich hoffen. Wohl, der bessere Mensch ist er nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich den verschonen soll oder soll ich ihn töten. Er macht mir nichts. Bis jetzt. Ich hoffe mal, dass es auch so bleibt.